Wurde ja schon vorgestellt. Also hier, mein Name ist Raimund Fronzak nochmal. Eigentlich bin ich Diplomchemiker und befasse mich mit dem Thema erneuerbare Energien und speziell mit Energiespeicherung in diesem LTM, Labor und Technikum für mikrobiologische Methanisierung. Das ist eine Kooperation der beiden Hochschulen Landshut und TH Deggendorf. Und hier sehen Sie das Technologiezentrum Energie im Haupteingang, in dem befindet sich auch dieses Labor. Mein Vortrag gliedert sich zunächst einmal, der möchte ich den Standard beschreiben, die Strategie, die hinter dieser Kooperationsvereinbarung liegt, dann knapp auf das LTM mit dem Thema X2Gas ein. Wir nennen das nicht nur Power to Gas, sondern X, weil wir verschiedene Wasserstoffquellen nutzen. Und dann die Laborausstattung, die man bis dato akquirieren konnte, laufende Projekte, geplante Vorhaben, Partnerschaften und am Ende fasse ich kurz zusammen. Wo befinden wir uns? Wir sind hier in Rußdorf an der Rott im Landkreis Passau. Und dort ist dieses Technologiezentrum Energie der Hochschule Landshut als externer Forschungsstandort angesiedelt. Und hier in dem Neubau, das haben wir gerade hier das reale Bild gesehen von vorne der Eingang, in dem Neubau da hinten befindet sich unser Labor und Technikum. Das ist also hier so in diesem Kreis in Niederbayern zwischen der Technischen Hochschule Deggendorf, dem European Campus Rottal-Inn, wo ich auch die Lehre absolviere, und der Hochschule Landshut. Die Strategie hier war bereits 2016 zu suchen nach Möglichkeiten, wie wir zusammenarbeiten, weil am TZE Energiespeicher schon jahrelang eben beim Kollegen Pettinger mit Batterieforschung gemacht wird, war dort das Ziel, ein zweites Standbein im Bereich der Energiespeicherung aufzubauen, und das ist in meinem Arbeitsgebiet mit Power to Gas. Und wir haben versucht, hier Industriepartner und vor allen Dingen auch die Ministerien schon mit ins Boot zu holen, damit wir hier gezielt mit deren Unterstützung und dann natürlich sukzessive auch Bundes- und EU-Mitteln hier Forschung vielleicht auch in Kooperation mit der Industrie zu machen. Das Ziel ist also hier die Bündelung der Expertise an den verschiedenen Hochschulen zur gemeinsamen Gestaltung der Forschungsaktivitäten und zur Stärkung der ostbayerischen Hochschulen im Verbund beizutragen. Ja, dazu haben wir eine Kooperation geschlossen hier in 2016. Das gilt jetzt 4 Jahre zunächst einmal zwischen der Technischen Hochschule Deggendorf und der Hochschule Landshut, wo 50% meiner Lehrverpflichtung ich dafür aufwenden darf, dass ich eben am Technologiezentrum Energie diese Forschungsarbeiten hier leiten oder voranbringen darf. Und dazu gab es eine Anschubfinanzierung vom Bayerischen Wissenschaftsministerium für Laborausstattung und Personalmittel. Das hat uns also hier schon viel Unterstützung auch gebracht, damit wir dieses LTM aufbauen können. Am Technologiezentrum selber ist also hier der Schwerpunkt Energiespeicherung. Batterieforschung habe ich angesprochen und mein Thema ist jetzt X2Gas. Ziel ist es, klimaneutrale Speichertechnologien zu entwickeln. Da beschäftigen wir uns mit den Anlagen und der Biotechnologie, den Organismen. Das Ganze sollte effizient sein und netzdienlich eingebracht werden können, nicht nur in Stromnetzen, die damit eventuell auch entlastet werden, sondern natürlich. Wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass wir große Energiemengen saisonübergreifend speichern können und nutzen dafür das Erdgasnetz. Jetzt wird es ein bisschen technisch, ich versuche es zu erklären. Also Verbindung von Strom und Gasnetz ist also hier das Ziel. Wir nutzen hier den regenerativ erzeugten Strom, machen elektrolytisch Wasserstoff, das machen Partner von uns, ist nicht unser Kernthema. Unser Kernthema ist dann hier CO2-Quellen und idealerweise kommen die vom Klärgas oder von Biogasanlagen. Dort haben wir schon Methan. Eine Mischung mit CO2. Bei der Aufbereitung können wir biologisch mit Hilfe von unseren Organismen das CO2 mit Wasserstoff nach dieser chemischen Gleichung zu zusätzlichem Methan wandeln, und das schaffen wir bis hin zur Erdgasqualität. RNG für Renewable Natural Gas, und dann haben wir die Sektorenkopplung geschafft. Wir können also jetzt hier mit diesem Gas wieder Rückverstromung, zum Beispiel in der Winterdunkelflaute, aber besser natürlich hier dezentral Strom und Wärme erzeugen in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder auch dazu beitragen, dass wir in der Mobilität klimafreundlicher werden. Und dort besteht ja großer Handlungsbedarf.
Die Kernkompetenz ist aber auch, andere Wasserstoffquellen zu nutzen, hier aus der thermochemischen Umwandlung von Abfallstoffen. Also es ist ein chemischer, ein thermischer Prozess. Da entstehen Gase mit dieser Mischung, viel Wasserstoff, Methan, auch CO. Und wir können auch diesen Wasserstoff und auch das CO zu Methan wandeln und damit Methan in Erdgasqualität erzeugen. Wenn es stöchiometrisch nicht reicht, nehmen wir zusätzlich Wasserstoff aus Power to Gas. Und interessant ist das Ganze in dieser Mischung, weil es die Rohstoffbasis für Wasserstoff verbreitert, auch Abfälle genutzt werden können, ein Entsorgungsproblem gelöst wird, zum Beispiel bei der Klärschlammentsorgung, und die ganze Sache dann unter Umständen wirtschaftlich dann interessant ist, weil man hier günstigen Wasserstoff erhält. Das Ziel ist also hier als saisonübergreifende Speicherung und Verteilung in vorhandenem Netz des erneuerbaren Erdgases. Das trägt zur Dekarbonisierung des Erdgasnetzes bei und wir koppeln hier die Sektoren Strom dann mit Mobilität und Wärme und da haben wir halt viel Nachholbedarf. Ich möchte kurz erzählen, warum ist es nachhaltig und digital nachhaltig, weil wir eben vorhandene Infrastruktur und Energieressourcen nutzen. In dem Projekt Danube to Gas, ich stelle das dann nachher kurz vor, einem großen Interreg-Programm, wo wir im Lead hier die Beantragung erfolgreich durchführen konnten und seit 1. Juli arbeiten dürfen, wollen wir dieses Konzept mal zumindest theoretisch mal darstellen. Und das erkläre ich dann, dass wir also verschiedene Energieressourcen koppeln, um nachhaltig das Erdgasnetz zu dekarbonisieren. Und hier digital, es ist natürlich immer Ziel, netzdienlich auch zu arbeiten und das betrifft die Stromnetze primär, dass wir in Abhängigkeit des Wetters und der Wettervorhersage an bestimmten Punkten, wo also Erzeuger und Verbraucher am Stromnetz auch sind, wo man dann Knoten feststellen kann, wo es eben Überlast gibt und diese Überlasten nutzen wir sinnvollerweise entweder zur Speicherung in Batterien oder auch dann für Power-to-Gas. Die aktuelle Laborausstattung, die mithilfe der Gelder vom Wissenschaftsministerium angeschafft wurde, ein Fluoreszenzmikroskop, Anaerobenkammer, Wärmeschränke, damit wir die Temperatur für die Reaktionen einhalten können, Sterilbank und Gaschromatograph, damit wir die Qualität der Gase messen kann im Eingang und im Ausgang und das Fluoreszenzmikroskop ermöglicht, dass wir die Organismen anschauen können. Es gibt Punkte oder kugelförmige und Stäbchen und die leuchten, wenn man die mit UV-Licht bestrahlt und damit können wir alle anderen Bakterien, Organismen etc. Von den Methanbildenden unterscheiden. Zu den Vorhaben hier, Danube to Gas, dieses Interreg-Programm mit über 2,5 Millionen, wo das Technologiezentrum die gesamte Struktur aufgebaut hat, die Beantragung erfolgte durch uns und wir sind also hier der Lead. Da geht es genau um diese Technologie, die wir jetzt zunächst einmal betrachten, die Potenziale hier für die Nutzung von biogenen Rest- und Abfallstoffen. Zunächst einmal eine Karbonisierung. Wir nutzen dann die Donau als Transportachse für diese Biokohle, die an einem regionalen Hub, nennen wir das, vergast wird und dann erzeugen wir wasserstoffreiche Synthesegase, koppeln zusätzlich Wasserstoff aus Wind und Photovoltaik noch Elektrolyse ein und erzeugen Methan in Erdgasqualität, um das gesamte europäische Erdgasnetz zunächst einmal im Donauraum dann zu dekarbonisieren und hier mit Sektorenkopplung hier in der dezentralen Kraft-Wärme Kopplung, Quartiere, Wohnquartiere zum Beispiel zu versorgen und vor allem auch in der Mobilität mit CNG, Compressed Natural Gas, eine klimafreundliche Alternative zur batterieelektrischen Fortbewegung darzustellen. Die Partner sehen Sie hier, das ist also entlang des ganzen Donauraums hier angesiedelt, dieses Vorhaben. Morgen ist ein großes weiteres Meeting dazu. Der Kollege Dorner von der Technischen Hochschule Deggendorf zum Beispiel ist hier in einem Arbeitspaket auch mit vertreten. Wir haben aber auch viele Unterstützer entlang dieses kompletten Donauraumes hier in Deutschland, auch in Bayern, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft. S6ET, ich hatte es kurz angesprochen, ist ein Prof-UND-Projekt mit dem Kollegen Professor Zink zusammen, wo es darum geht, dass wir die Stromnetze analysieren, um festzustellen, wo macht es Sinn, dass man Power-to-Gas oder alternativ dann eben Batterietechnologien einsetzt, um die Netze zu entlasten, sinnvoll zu entlasten.
wo wir hin möchten, hier einen Antrag im Bioeconomy International vom BMBF und vorhaben, hier mit kolumbianischen Partnern wieder so einen Ansatz, wo wir die Biomasse vorbehandeln, enzymatisch, damit wir es dann mit dem Fraunhofer Umsicht, dem Dr. Daschner hier gemeinsam vergasen können und wir nutzen das dann für die Methanisierung. Oder mit den regionalen Partnern hier im Umkreis des TZE, wo wir uns Gedanken machen über sinnvolle Klärschlammverwertungskonzepte, auch auf dieser technologischen Basis, zunächst Karbonisierung, dann Vergasung, dann Methanisierung. Wir haben jetzt auch einen Horizon 2020-Antrag abgegeben im LEED und hoffen auch hier dann technologisch auch die Unterstützung und die Mittel dafür zu bekommen, dass wir das wirklich umsetzen können. Ne? Dass wir diese Technologie bei uns aufbauen, zunächst ein Vergaser, dann oder die Karbonisierung, dann die Vergasung bzw. Methanisierung und ja, die Sicherung der Qualität, dass es einspeisefähig ist. Partner sind eben Fraunhofer hier, Fraunhofer Umsicht in Sulzbach-Rosenberg, Professor Hanok, Dr. Daschner, das Energieinstitut in Linz, die sich viel in Österreich mit dem Thema Power to Gas beschäftigen. Der Kollege Leier von der Uni Luxemburg betreut auch eine Doktorarbeit, die wir hier an unserem Institut betreuen. Und die TU München, Lehrstuhl Professor Splithoff, der hier auf dem Gebiet der Vergasung eine Größe ist, mit der wir hier kooperieren, weil wir genau die Kette, ja, wir nennen das immer schmutzige Wasserstoffquellen, zur Methanisierung dann auch mitnutzen wollen. Ich möchte Zusammenfassung. Wir sehen das als guten Beitrag für eine Kooperation der ostbayerischen Hochschulen untereinander. Wir haben es damit geschafft, dass wir das Bayerische Wirtschafts- und auch das Wissenschaftsministerium ins Boot holen konnten zur Unterstützung, hoffen auf das BMBF, sind in der EU mit Interreg B schon erfolgreich gewesen, hoffen natürlich in 2020 auch gute Chancen uns ausrechnen zu dürfen. Und im neuen Green Deal sehen wir große Chancen. Wir nutzen diese X Gas-Technologie, um verschiedene Rohstoffe, regenerative Rohstoffe in wasserstoffreiche Gase eben zu wandeln, die dann genutzt werden, um hier das Erdgasnetz zu dekarbonisieren und somit die Klimaschutzziele der EU mit erreichen zu können. Natürlich ist es jetzt das Ziel, das auch weiterhin zu verstetigen, weil Sie wissen, das dauert immer eine Weile, bis man so eine Forschungsgruppe aufbaut. Wir sind jetzt sehr gut dabei, haben einige Mitarbeiter akquirieren können. Und es werden international wissenschaftlich, technisch jetzt langsam gesehen. Und das dauert natürlich, und wir würden das gerne verstetigen, um somit diese Zusammenarbeit und natürlich insgesamt die Sichtbarkeit der ostbayerischen Hochschulen im Verbund auch weiter zu stärken. Das sind die Kolleginnen oder die Kollegin, die jetzt seit Anfang diesen Monats da ist, um in Danube to Gas mitzuhelfen. Und die Kollegen, die jetzt hier arbeiten, hier der Herr Bieringer, Dr. Bieringer, mit dem der die ganzen Förderanträge wunderbar schreiben kann, der Doktorand, der Herr Bauer, ein Absolvent der Hochschule Deggendorf und ein anderer Absolvent der Hochschule Deggendorf, der Herr Mock, der von Anfang an dabei das Labor mit aufgebaut hat, der Geschäftsführer Dr. Schweiberger und meine Person. Wir betreuen zusätzlich viele Master- und Bachelorandenorganisationen aus Deggendorf, Landshut und natürlich auch weitere Hochschulen, zum Beispiel auch Kempten hatten wir schon welche bei uns. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich dann auf das Meet the Scientist danach. Vielen Dank, Raimund. Du hast mir eine perfekte Überleitung gegeben. Wir möchten Sie bitten, dass die Fragen einfach sich merken oder vielleicht auch schön in den Chat schreiben. Und anschließend haben Sie die Möglichkeit, in Meet the Scientist Herrn Brozak nun alle persönlichen Fragen, die Sie haben, aufgrund seines Vortrags zu stellen. Ja. Also danke, Raimund, nochmal für den sehr interessanten Vortrag. Es war auch für mich mal interessant, jetzt weiß ich endlich, was du machst. Ja, vielen Dank, gerne. Genau, wir kommen nun zu unserem nächsten Vortragenden. Das ist der Johannes Plattenberger. Herr Plattenberger ist als Systems Engineer ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Kleine Biogasanlagen aus textilen Materialien, in dem sich die Beteiligten Impulse für den Einsatz von Biogas als wichtigen Baustein für die Energiewende erhoffen. Und Herr Plattenberger konzentriert sich auf die Frage, welchen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in Bayern können solche Anlagen liefern? Und wo liegen die Probleme und Hemmnisse bei der Erschließung dieses Potenzials? Ich möchte nun Sie bitten, Herr Plattenberger, Ihre Präsentation zu teilen und dann eben mit dem Vortrag zu beginnen. Ist Herr Plattenberger da? Ja. Ich bin da, ja. Moment. Schön. Ich teile gerade nur die Präsentation. Super. Auch hier haben Sie im Anschluss wieder die Möglichkeit, mit im Meet the Scientist mit Herrn Plattenberger persönlich
persönlich die Fragen zu stellen. Sieht man denn schon was? Wunderbar. Alles klar. Vielen Dank, Herr Spittler, für die freundliche Anmoderation. Ich freue mich natürlich über das Interesse an unserem Forschungs- und Entwicklungsprojekt Kleine Biogasanlagen aus Textilmaterialien und möchte Ihnen da im folgenden Vortrag einen kurzen Überblick über das Projekt vermitteln. Dazu habe ich den Vortrag in drei Punkte untergliedert. In der Ausgangssituation stelle ich mir ein paar Zahlen vor, die das Potenzial deutlich machen sollen, das wir mit Hilfe unseres Projekts erschließen wollen. Im zweiten Punkt der Aufgabenstellung beschreibe ich die Kernelemente, die wir so im Rahmen unseres Projekts bearbeiten. Und im dritten Abschnitt beschreibe ich grob, wie wir in dem Projekt vorgehen und den aktuellen Stand, wie sich der darstellt im Projekt. Dann kommen wir gleich zur Ausgangssituation. Im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung hat sich die Bundesregierung selbst zum Ziel gesetzt, den jährlichen Treibhausgasausstoß bis 2030 um 55% gegenüber 1990 zu verringern. In diesem Schreiben sind dann auch die verschiedenen Beitragsleister aufgelistet, also Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und so weiter, und mit ihren jeweiligen Teilziele versehen. Und uns im Projekt Kleine Biogasanlagen aus Textilmaterialien interessiert natürlich das Ressort Landwirtschaft am meisten. Und für das Ressort Landwirtschaft ist eine Zielvorgabe von ca. 73 Millionen Tonnen zum Stand 2017 auf ungefähr 58 bis 61 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent zu reduzieren im Jahre 2030. Der Stand 2017, diese 73 Millionen Tonnen, das ist jetzt nicht mehr so ganz aktuell. Im Jahre 2020 dürfte man da schon so von 70 Millionen Tonnen ausgehen. Also ein kleiner Teil ist schon geschafft, aber der Großteil fehlt noch. Also 9 bis 12 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent sollen noch eingespart werden bis 2030. Demgegenüber stelle ich mal eine Untersuchung der Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern. Die hat sich in einer Studie mit dem Methanpotenzial durch tierischen Wirtschaftsdünger beschäftigt. Tierischer Wirtschaftsdünger ist ein beschönigender Begriff für Hühner, Schweine, Rindermist und Gülle. Und dieses Methanpotenzial entsteht dadurch, dass der Mist der Tiere einfach unbehandelt irgendwie der Atmosphäre ausgesetzt wird. Also der Bauer fährt die Gülle aufs Feld und dadurch gasen durch mikrobiologische Prozesse der Mist und die Gülle gasen dann Methan ab. Also Methan ist natürlich ein Treibhausgas, wie wir alle wissen, und hat das 25-fache des CO2-Potenzials in sich. Bei der Schätzung der Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern zufolge beläuft sich das Methanpotenzial jährlich auf ca. 235 Millionen Kubikmeter, das einfach in die Atmosphäre entfleucht. Und das entspricht ungefähr einem CO2-Äquivalent von 11 Millionen Tonnen. Würde man dieses Potenzial jetzt theoretisch zu 100% abschöpfen, das Methan auffangen und irgendwie einer Verwertung zuführen, also zum Beispiel in einem Blockheizkraftwerk, das habe ich jetzt mal hier dargestellt, mit 30% Wirkungsgrad, was einen realistischen Wirkungsgrad darstellt, dann bekäme man nicht nur 690 Gigawattstunden grundlastfähige Arbeit, man hätte auch schon das Ressortziel für den Treibhausgasausstoß, für die Einsparung des Treibhausgasausstoßes im Ressort Landwirtschaft bis 2030 erfüllt. Das wäre also quasi eine Win-Win-Situation. Stellt sich natürlich die Frage, warum macht man das nicht? Warum ist dieses Potenzial noch nicht erschlossen? Das liegt an der kleinbetrieblichen Strukturierung in Bayern, der kleinbetrieblichen Strukturierung der Landwirtschaft. Wir haben jetzt mal repräsentativ die Milchviehbetriebe in Bayern herausgepickt. Da beläuft sich die durchschnittliche Herdengröße auf 39 Rinder. Also das ist relativ klein, relativ wenig. Und nur sehr wenige, also weniger als 5% der Landwirte haben überhaupt mehr als 100 Großvieheinheiten. Biogasanlagen zur Verkehrung tierischen Wirtschaftsdüngers, also Biogasanlagen, die ausschließlich mit Gülle oder Mist betrieben werden, befördert werden, sind derzeit aber erst ab ca. 260 Großvieheinheiten wirtschaftlich. Das heißt, da habe ich ja nochmal ein Piktogramm dargestellt. Der Bauer mit der großen Herdengröße freut sich, der kann seinen tierischen Wirtschaftsdünger gewinnbringend in der Biogasanlage verfeuern und der Bauer mit der kleinen Herdengröße nicht. Und in Bayern sind wir hier eher
auf der rechten Seite, also da mal kleine Herdengrößen. Das heißt, ein wirtschaftliches Downscaling für so kleine Betriebsgrößen ist da noch erforderlich, was die Biogasanlagen zur Verwertung von tierischem Wirtschaftsdünger betrifft. Und dann kommen wir auch schon zu unserer Aufgabenstellung. Wir wollen eine nachhaltige Biogasanlage zur Vergärung tierischen Wirtschaftsdüngers für kleine Betriebsgrößen entwickeln. Also kleine Betriebsgrößen, wie sie in Bayern vorliegen. Um das Ganze, um dieses Downscaling wirtschaftlich gestalten zu können, müssen wir eine Kostenreduzierung durchführen gegenüber herkömmlichen Biogasanlagen. Da haben wir jetzt zwei große Elemente, an die wir uns da ausgedacht haben. Wir wollen den Betonmantel, der bei herkömmlichen Biogasanlagen die Form gibt und das, diese Anlage da umfasst, ersetzen durch einen mehrschichtigen Kunststofffolienaufbau. Und davon erhoffen wir uns eine Einsparung im Invest. Außerdem, wenn man das mechanische Rührwerk, also bei derzeitigen Biogasanlagen, wird dieses Substrat, das da drin vor sich hingärt, immer mit einem mechanischen Rührwerk umgewälzt. Und dieses mechanische Rührwerk wollen wir ersetzen durch eine hydraulische Umwälzung, also durch eine Pumpe. Davon versprechen wir uns ebenfalls Einsparungen im Invest, aber auch in den Betriebskosten. Zusätzlich zu der Entwicklung unseres Biogasanlagenkonzepts führen wir dann noch eine Nachhaltigkeitsbewertung durch. Da schauen wir uns die drei Säulen der Nachhaltigkeit an, die Ökologie. Also können wir diese Treibhausgase einsparen, die wir da vorher ausgerechnet haben? Oder welche weiteren ökologischen Auswirkungen hat das Konzept da im Positiven wie im Negativen? Dann schauen wir uns noch die Ökonomie an. Also das muss ja natürlich rentieren. Das ist ja ein Grund, warum es es jetzt gerade nicht gibt. Das muss natürlich auch funktionieren. Und als dritte Säule der Nachhaltigkeit schauen wir uns dann noch das Soziale an. Stichwort regionale Wertschöpfung. Also der Bauer, der sich dann die Biogasanlage auf den Hof stellt, der hat ja dann zusätzliches Einkommen. Vielleicht führt es dann auch noch dazu, dass die Akzeptanz der Landwirtschaft irgendwie erhöht wird, wenn man dann das geruchslose Substrat ausbringt auf das Feld. Das schauen wir uns auch an. Was versprechen wir uns dann davon, von dieser Nachhaltigkeitsbewertung? Wir wollen natürlich eine Vergleichbarkeit herstellen zu den herkömmlichen Biogasanlagen, die jetzt mit nachwachsenden Rohstoffen hauptsächlich befeuert werden. Aber viel wichtiger für uns zur derzeitigen Behandlung des tierischen Wirtschaftsdüngers. Also wir wollen vergleichen, bringt es das, wenn wir den tierischen Wirtschaftsdünger vergären in der Biogasanlage gegenüber dem, dass wir den tierischen Wirtschaftsdünger einfach aufs Feld rausschmeißen und dann damit die Felder düngen. Und was wir natürlich auch mit dieser Nachhaltigkeitsbewertung erreichen wollen, ist, dass wir eine Problemverlagerung vermeiden. Also kann ja sein, dass wir dann Treibhausgase einsparen und da das Ziel erreichen, und das Ganze aber auf Kosten irgendeines anderen Faktors geht. Also wenn wir jetzt dann da zum Beispiel den Boden total versauern oder die Gewässer eutrophieren, dann haben wir ja auch wieder nichts gewonnen. Dann ist das Ganze ja auch wieder nicht nachhaltig. Und diese Problemverlagerung wollen wir vermeiden. Dann kommen wir schon zum letzten Punkt, dem Projekt. Das Projekt wird grob in zwei Schritten abgefahren. Im ersten Schritt entwickeln wir eine Laborbiogasanlage und bauen die da auf. Die hat ungefähr ein Gärbehältervolumen von 300 Litern, also das ist so groß wie eine Regentonne ungefähr, wo wir unseren Mist drin vergären und die Gülle drin vergären. Und da wollen wir einfach die Verfahrenstechnik absichern, wollen schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, probieren ein bisschen herum, probieren ein bisschen neue Sachen aus, behandeln das Substrat vielleicht vor und wollen daraus Erkenntnisse gewinnen für den zweiten Schritt. Ah ja, genau, dieser Schritt, da sind wir gerade im Aufbau dieser Labor-Biogasanlage, da sind wir so, würde man schätzen, so 70-80% sind wir da fertig und hoffen, dass wir da dieses Jahr noch die in Betrieb nehmen können. Und aus den Erkenntnissen, die wir aus der Labor-Biogasanlage gewinnen, wollen wir dann zusammen mit ein paar Industriepartnern eine real maßstäbliche Biogasanlage an unser Nachbarinstitut, an das Agrarbildungszentrum Schönbrunn hinbauen. Das hat dann ungefähr ein Gärbehältervolumen von ca. 150 Kubikmetern. Das kann man sich so vorstellen, das hat so die Form eines UFOs, das so halb in den Boden hineingelassen ist. Sie sehen es hier vielleicht, das braun melierte hier
Das ist in den Boden eingelassen und soll da das Substrat darstellen. Das Agrarbildungszentrum hat einen Rindermastbetrieb angegliedert und da kriegen wir dieses Substrat her. Und da wollen wir einfach erreichen, dass die, da wollen wir dann zeigen, dass dieses Konzept funktioniert, das wir uns ausgedacht haben und das dann auch betrieben werden kann. Dann wäre ich eigentlich schon am Ende. Gefördert wird unser Projekt vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und zwar zu 100%. Und dann habe ich hier noch unsere Projektpartner aufgelistet, mit denen wir hoffentlich das Projekt zum erfolgreichen Ende führen können. Ja, genau. Das war es schon von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann freue ich mich auf eine anregende Diskussionsrunde. Vielen Dank, Herr Plattenberger. Auch ein sehr schöner und interessanter Vortrag. Und auch hier nochmal im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, mit Herrn Plattenberger persönlich zu sprechen im Meet the Scientist. Bitte hier wieder auf die Agenda gehen und dort auf den Namen klicken und dann kommen Sie in den entsprechenden Zoom-Raum hinein. Ja, kommen wir gleich zu unserem dritten Vortragenden in dieser Runde. Das ist der Herr Bernhard Bauer. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für angewandte Forschung des Technologiecampus Grafenau. Und er entführt uns heute in eine digitale Küche, mit der er uns heute hier verköstigen möchte. Genauer gesagt geht es ihm aber hier um die Lebensmittelverluste, die durch Überproduktion hergestellt werden, wie man die vermeiden kann. Und auch an einem Praxisbeispiel möchte er zeigen, wie Saisonalität und Regionalität des Speiseplans die Nachhaltigkeit steigern und die Energieeffizienz im Küchenbetrieb verbessern. Guten Appetit! Vielen Dank, genau. Und bald ist ja eh wirklich Mittag. Die Präsentation ist die richtige, oder? Sie sehen die normale? Ja. Passt, super. Ja, dann darf ich Sie auch alle zum dritten Vortrag begrüßen. Mein Thema klingt im ersten Moment etwas sehr spezifisch, Umweltschutz durch Vermeidung von Lebensmittelabfällen in der Betriebsgastronomie. Aber die Themen sind einfach wirklich top aktuell, kann man sagen. Umweltschutz, Klimaschutz, momentan mit der Friday for Futures Bewegung, von allem vor Corona ja eine sehr große Bewegung und auch die Vermeidung von Lebensmittelabfällen beziehungsweise der nachhaltige Einkauf, die Regionalität spielt auch in privaten Haushalten und in unserem Leben eine immer größere Rolle. Vielleicht zu Beginn ein paar Zahlen, Daten, Fakten genannt, um ein Gefühl zu bekommen, was überhaupt Lebensmittelabfälle in Deutschland ausmachen. Jährlich verursachen wir in Deutschland über 12 Millionen Tonnen an vermeidbaren Lebensmittelabfällen. Das heißt, vermeidbare Lebensmittelabfälle sind wirklich Sachen, die man verwerten können hätte, nicht wie Schalen von Nüssen oder so Sachen, die zu den unvermeidbaren Lebensmittelabfällen zählen. Den Großteil, mehr als die Hälfte davon, machen die privaten Haushalte aus mit 7 Millionen Tonnen, was umgerechnet pro Kopf eine Verschwendung von 240 Gramm pro Tag oder über 87 Kilogramm im Jahr sind, was man hier wegschmeißt. Und auch in der Gastronomie fallen circa 2,2 Millionen Tonnen an Lebensmittelverlusten an. Man sieht also, es gibt in allen Bereichen eigentlich ein enormes Einsparpotenzial, wo man sich stark verbessern kann. Warum war jetzt das Thema, das ich gewählt habe, genau die Betriebsgastronomie? In Deutschland arbeiten ca. 9,5 Millionen Arbeitnehmer, nehmen täglich ein Angebot der Betriebsgastronomie wahr. Das entspricht ungefähr 20% aller Arbeitnehmer in Deutschland. Und Betriebsgastronomien haben in vielen Fällen den großen Vorteil, dass sie schon ohne ihr eigenes Wissen sehr digital unterwegs sind eigentlich. Das heißt, es existieren in den meisten Fällen ja elektronische Kassensysteme, und die meisten Mitarbeiter zahlen bereits cashless mit ihren Karten und auf den Karten oder durch diese Karten wird der Zeitpunkt des Kaufes, was gekauft wurde und die Kundennummer hinterlegt, meist anonymisiert, sodass man immer weiß, wie viele Gäste waren pro Tag da und was wurde genau verkauft. Schaut man sich die Zahlen in Bayern an, so werden in Bayern, das war aus dem Jahr 2017, ca. 264 Millionen Speisen in der Betriebsgastronomie jährlich ausgespeist. Schätzungen sagen, dass eine Überproduktion von ca. 18% herrscht, was 48 Millionen Speisen entsprechen würde.
Wenn man nun annimmt, dass eine Speise ca. 2,8 Kilogramm CO2-Äquivalente verursacht in Herstellung, Produktion und was alles dazugehört, wäre diese Überproduktion bei 133.000 Tonnen CO2-Äquivalente, was man einsparen kann. Was war jetzt das Ziel in dem Projekt oder was wir erreichen wollten? Wir wollten die Digitalisierung bzw. Datenanalyse dazu nutzen, Gästezahlen vorherzusagen und im Idealfall danach auch noch, wie viele Speisen müssen produziert werden, um so die Lebensmittelverluste zu reduzieren. Man sieht hier in einer Grafik mal die Gästezahlen in einer Betriebsgastronomie bei einer Versicherung in München über den Zeitraum von circa 2,5 Jahren. Auf den ersten Blick erkennt man schon, ja, es wirkt so, als gäbe es eine gewisse Regelmäßigkeit. Die Schwankungen sind aber relativ hoch, also im geringsten Fall waren knapp 300 Essensteilnehmer an dem Tag da, im höchsten Fall über 800. Jetzt gilt für uns natürlich die Frage, woher kommen diese Schwankungen? Viele Schwankungen kann man sich im ersten Moment natürlich mit gesundem Menschenverstand einigermaßen erklären. Also wir sehen immer wieder so im Mai, Juni zwei extreme Ausreißer nach unten in beiden Jahren. Das war zum Beispiel immer der Tag, einmal nach Fronleichnam und einmal nach Christi Himmelfahrt. Wenn Donnerstag zum Feiertag ist, nehmen sich einfach viele Arbeitnehmer freitags frei. Und daher brauche ich hier schon mal weniger Essen. Dann diese ganzen Spitzen nach unten, die es die ganze Zeit gibt, kann man auch davon ausgehen, wird wahrscheinlich der Freitag sein, weil viele Arbeitnehmer freitags natürlich gerne mittags die Arbeit aufhören und vielleicht schon zu Hause mit der Familie essen wollen und nicht mehr ins Betriebsrestaurant gehen. Dies sieht man auch sehr gut, wenn man mal die Wochentage aufteilt. Wie jetzt hier in der oberen Grafik die Wochenteile, die Schwankungen in den Wochentagen aufgeteilt. Hier sieht man sehr stark, der Freitag weicht wirklich stark von den anderen Tagen ab. Und auch bei der unteren Grafik, wenn man sich die Gästeteilnehmerzahlen ohne Freitag ansieht, sieht man sofort, die Schwankungen sind wesentlich geringer. Dafür fallen aber gleich weitere Einschränkungen oder weitere Zeiträume auf, wo die Teilnehmerzahlen immer wieder auffällig sinken. Und auch diese wirken relativ regulär. Da war jetzt zum Beispiel dann gleich der nächste Gedanke, ja, könnten wahrscheinlich die Schulferien sein, weil viele Arbeitnehmer natürlich in den Schulferien auch ihren Urlaub planen müssen, da die Kinder betreut werden müssen. Legt man sich jetzt für Bayern zum Beispiel mal die Schulferien in diesen Jahren drüber, sieht man sofort, ja, alle diese erneuten Einbrüche kommen von den Schulferien. Und so haben wir verschiedenste Faktoren gesammelt, auf Basis derer wir dann Prognosen für die Zukunft berechnet haben. Und konnten mit den Prognosen die Gästezahlen in drei verschiedenen Betriebsgastronomien, die daran teilgenommen haben, mit einer Genauigkeit von 3-5% für jeden Tag vorhersagen. Jetzt sagt man, ja gut, jetzt wissen wir die Gästezahlen. Was den Küchenleiter aber interessiert, sind, wie viele Speisen muss ich produzieren. Und Betriebsgastronomen haben ja nicht nur immer eine Speise im Angebot, sondern meistens mehrere. Da haben wir uns mal die Speisepläne genauer angesehen und festgestellt, dass es oftmals oder dass die meisten Gastronomien mit wiederkehrenden Speiseplänen arbeiten, meistens so 8 oder 10 Wochen Zeitraum. Wir sehen jetzt zum Beispiel auch wieder in der oberen Grafik, das wäre eine Gerichtekombination, die im Zeitraum 5-mal angeboten wurde. Und das sind jetzt normierte Zahlen. Das heißt, eine 70 hier oben steht nicht für 70 verkaufte Speisen, sondern für 70% aller meiner Gäste haben sich für dieses Gericht entschieden. Und wir sehen sofort bei dieser Gerichtekombination, die verkauft sich eigentlich immer im gleichen Verkaufsverhältnis. Das heißt, weiß ich, wie viele Gäste kommen und biete diese Gerichtskombination an, kann ich eigentlich schon sehr gut vorhersagen, wie viele Gerichte ich machen muss. Vorsicht ist hier allerdings geboten, dass dies nicht für alle Gerichtekombinationen gilt. Also ich habe hier unten zum Beispiel eine Kombi angeführt, wo die Schwankungen wesentlich größer sind. Trotzdem kann man den Speiseplan so über die Zeit anpassen, dass sich über die gute Gästezahlprognose und einen guten Speiseplan die Prognosen sehr gut machen lassen und so Überproduktion vermieden werden kann. Um den Küchenleiter hier zu helfen, haben wir ein kostenloses Tool erstellt, das online abrufbar ist unter www.prognosis.de, steht für Prognose- und Monitoring-System, wo Küchenleiter ihre Gästezahlen bzw. Speisepläne eintragen können
und so eine Monitoring-Übersicht bekommen, wie sich es bei Ihnen verhält, aber auch Prognosen, wie viele Gäste zukünftig zu erwarten sind, auf Basis von früheren Verkaufszahlen. Neben diesen digitalen und datenanalytischen Gesichtspunkten haben wir aber auch versucht, Handlungsempfehlungen zu geben. Und ich möchte zum Schluss noch ein ganz kurzes Best Practice anführen von einer der drei Betriebsgastronomien, was die alles umgesetzt haben und wie sie dadurch zum Umweltschutz beitragen, ohne dabei die Gäste zu vergraulen. Das waren wirklich viele Schritte, die umgesetzt wurden. Das war zum Ersten das bewusste Auslaufen lassen von Speisen. Das heißt, es kann sein, dass der letzte Gast um 2:05 nicht mehr jede Speise angeboten bekommt, was bei anderen Betriebsgastronomien teilweise sogar Pflicht ist. Und dementsprechend war die Überproduktion. Was die zu viel produziert haben, gab es dann als Sonderangebot auf der Abendkarte und vom Abendgericht wurde dann einfach weniger produziert. Dann haben sie ausschließlich oder fast ausschließlich auf regionale Produkte umgestellt. Das heißt, sie haben versucht, alle Produkte aus einem Umkreis von 50 Kilometern um ihre Heimat zu bekommen. Dann einer der größten Schritte war die starke Saisonalität. Das heißt, das Unternehmen bietet keine Tomaten, keine Gurken mehr an im Zeitraum von Oktober bis April, weil Tomaten, Gurken sind einfach Sommergemüse in Deutschland. Aber im Winter müssen wir es aus Spanien, Marokko und überall zukaufen. Sie bieten das nicht mehr an. Die Gäste waren da aber nicht böse, weil sie einfach durch gutes Kundenmarketing das gut verkauft haben und so der Gast das auch akzeptiert, auch wenn man hier immer Angst hat. Sie haben den Fleischanteil verringert. Es gibt nur noch eine Fleischspeise pro Tag und zwei vegetarische Gerichte. Außer es steht Schweinefleisch auf dem Speiseplan. Dann gibt es zwei aus religiösen Gründen. Und auch bei den Küchengeräten kann man sehr viel Energie sparen, wenn man diese nur im Gebrauchsfall benutzt. Es klingt logisch, aber in vielen Küchen ist es einfach so, der erste Mitarbeiter um 6 Uhr morgens schaltet alles an und der letzte schaltet alles aus, auch wenn ich die Spüle zum Beispiel erst um 11 Uhr mittags brauche. Und so kann wirklich ein großer Beitrag für Energieeffizienz erreicht werden. Was ich oder was wir jetzt noch am TCG für eine Vision hätten, wäre, diese Punkte alle zu verknüpfen. Dies wäre möglich, wenn man das Kassensystem mit einem Warenwirtschaftssystem verknüpft, das mir aufzeichnet, welche Speisen habe ich momentan in meiner Kammer, wie lange ist es noch haltbar. So kann ich diese nämlich, so kann ich Speiseplanvorschläge erhalten. Ich bekomme auch gleich den Energierucksack angezeigt, wenn ich weiß, wo kommen meine Speisen her und schaffe vielleicht so sogar ein überbetriebliches Vergleichbarkeit, eine Benchmark über Energieeffizienz in den ganzen Küchen. Das war ein Projekt, das wir durchgeführt haben, das schon abgeschlossen ist. Wir hoffen eben auf ein Folgeprojekt. Und wenn es Fragen dazu gibt, freue ich mich auch gerne auf eine Diskussion beim Meet the Scientist jetzt im Anschluss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bauer, für den spannenden Vortrag zum Verhalten, mag ich ja gar nicht sagen, sondern zum Kochverhalten eher, wie man das alles nutzen kann. Ich möchte jetzt einfach mich bei allen drei nochmal sehr herzlich bedanken, bei dir, Raimund, Herrn Brozak, bei Ihnen, Herr Plattenberger und Ihnen, Herr Bauer, für die sehr schönen und spannenden Vorträge. Mir hat es sehr gut gefallen und ich habe eigentlich auch einiges gelernt, muss ich sagen, wieder. Sie haben jetzt alle die Möglichkeit, im Anschluss mit den Kandidaten im Meet the Scientist zu sprechen. Die Links finden Sie wieder auf dem Programmblatt im Internet. Einfach auf den entsprechenden Namen klicken und Sie kommen in den entsprechenden Zoom-Raum.